Sind Sie sicher, dass Sie ohne Bildbeschreibung fortfahren wollen? Ohne Bildbeschreibung könnte das Bild unlesbar sein für Menschen mit Behinderungen oder Benutzer von Textbrowsern oder deaktivierten Bildern. Wenn Sie jetzt OK drücken, muss ich dennoch leider sagen, sorry, generic error, the store is currently experiencing problems. Try again later. Oder, sorry, no picture available. Oder, sorry, kein Bock auf deine Story. Don't worry. Oh, das könnte Karma sein. Sie wollte mich malen. Moment. Hallo. 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 Hallo, bist du? Hallo. 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 Hallo, bist du? Hallo. Hallo. Hallo, bist du Cliff? Nein, das ist nicht Cliff, das ist... Steffen. Steph, Cliff. So groß ist der Unterschied nicht, oder? Naja, Berlin und München sind ja auch nicht. Ich bin da mal weg. Ich auch. Du auch? Du auch? Nadine, wo willst du denn hin? Wo soll ich schon hinwollen? Mich umziehen natürlich, du wolltest mich doch malen. Malen? Malen. Malen, malen nach Zahlen. Wilma, jetzt erzähl du mal über deine Gefühle. Meine? Gefühle. Gefühle? Ja, oder besser gesagt die Strukturen deiner Gefühle. Also das, was aus der sozialen Formation, die du bist, entsteht, im alltäglichen Leben, ohne dass du sie reflektierst, wenn ich dich nicht gerade zufällig danach frage. Das klingt kompliziert. Ist es aber gar nicht. Denk doch an den Fliesenspiegel in deiner neuen Wohnung in Neukölln. Jetzt dürfte es dir doch einfach fallen, über die Structures of Feeling zu reden. Also es geht im Grunde nur darum, dass Gefühle nicht nur gefühlt werden. Genau, sondern auch gedacht. Gefühle werden auch gedacht und Gedanken auch gefühlt. Local Structures of Meaning. Oder Local Structures of Feeling. Also meine Local Structures bestimmen, wie eine Stadt für mich aussieht. Welche Wege ich in ihr gehen kann, welche Lebenswege. Na, alles schon in Vorbereitung aufs Wochenende? Du meinst die große WG-Party, auf die wir uns alle freuen? Genau. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht irgendjemanden ausladen sollte. Was? Aber doch nicht wegen... Nein, nicht nur wegen Jana und dem Cotti und Andy und dir, aber auch... Ach, dieser Andy. Das ist wie Besonderungsstrategien. Wie die Besonderungsstrategien der Raumplanung? Ja. Ah, verstehe. Die Besonderungsstrategie muss ja auch die Besonderheit einer Stadt isolieren und daraus angepasste Vorschläge für die Raumkonzeption erarbeiten. Aber nochmal zurück. Wen außer Jana und Andy und das Cotti und mich meinst du? Wilma und Cliff. Du meinst Nadine und Cliff? Nein, Wilma und Cliff. Wilma und... Cliff.
Und jetzt? Ich will nicht mehr bewegen. Auf keinen Fall. Wir müssen uns noch was wegen der WG-Party am Wochenende einfallen lassen. Mhm. Jana und Jörg kann man ja nicht in einen Raum zusammenholen. Vor allem nicht, wenn dann auch noch das Kotti kommt. Und Andy. Wieso? Was ist mit Andy? Manche Probleme werden in bestimmten Städten oder Liebesbeziehungen nicht mal als Problem erkannt. Also nochmal. Wieso mischst du dich da ein und behauptest, deren Gefühle zu kennen? Na, so einfach ist es nicht. Nee, so einfach ist das nicht. Nein, das ist schwierig, echt schwierig. Jana und Jörg bewegen sich da im Moment keinen Schritt weiter in ihrer Beziehung. Warte, da kann ich helfen. Immerhin bin ich Malerin. Mein Spezialgebiet sind Menschen, die sich nicht bewegen. Und mein Spezialgebiet, Liebesbeziehungen, die nicht funktionieren. Mein Spezialgebiet, Meldungen für Sendungen, die nicht ankommen. Naja, so einfach ist es auch nicht. Mein Computer spricht ja auch nicht nur über Funktionen zu mir, sondern über Fehlermeldungen und die kommen an. Und manchmal verstehe ich die trotzdem nicht. Liebe, die nicht funktioniert. Kann ich Luhmann lesen, solange ich will. Da kann ich Luhmann in Amazon-Päckchen über Berlin verteilen, solange ich noch kann. An der Einstellung zur Liebe wird sich nicht viel ändern. Daran wird auch mein Computer nichts ändern können. Natürlich liebe ich ihn, aber... Kennt ihr diesen Typ? Das ist doch Cliff. Cliff? Cliff? Das ist Cliff. Mein Ex-Freund. Was macht der denn auf diesem Promo-Foto? Keine Ahnung. Ja, dann sehen wir uns spätestens am Wochenende auf der WG-Party. Ja, oder vor auf einem Deep Berlin-Plakat. Oder das. Bis dann. Wilma? Hier ist Jörg, also Jörg von Nadine und Steffen und Jörg. Was soll der Quatsch? Wir müssen nicht über das Thema reden, wenn du keine Lust hast. Was für ein Thema? Deine Liebe zu Cliff. Cliff? Wie kommst du auf den Schwachsinn? Man muss schon sehr blind sein, damit man nicht sieht, was mit dir los ist. Gib es doch zu. Okay, nein! Träume werden nur erinnert, wenn sie wie Bilder funktionieren. Wenn sie wie Bilder funktionieren oder wenn man sie mit eigenen Augen gesehen hat. Ansonsten werden Stadträume nicht erinnert. Also auch nicht Cliff. Aber das ist doch das Problem. Wir messen die Welt nach den Ähnlichkeiten, die sie mit den Bildern hat und nicht umgekehrt. Entschuldigt, aber dieses Bild von Cliff, das hat mich doch wieder in einen Zustand versetzt, von dem ich dachte, er wäre... Vorbei. Vorbei. Oh, bye, bye. Ich fühle mich so im Rohzustand. Gebäude, bei denen niemand weiß, ob sie noch im Rohzustand sind oder schon wieder. Du. Gebaut, geplant, gewachsen. Auch wenn du dir bewusst bist, dass du nur ein Momentaufnahme bist. Sternreportage. Was Gebäude heute so tun. Es ist gut, Freunde zu haben. Was Gebäude mit uns so tun. Gut, Freunde zu haben wie euch. Was Gebäude in uns so tun. Danke. Hör mal, das bildest du dir echt ein. Und warum wirst du immer rot, sobald Cliff ins Zimmer kommt? Wilma, gib's zu. Ich habe dich belauscht, als du mit einem Bild von Cliff gesprochen hast. Und jetzt versuchst du ständig, ihm auszuweichen. Das kommt doch auch nicht von ungefähr. Okay, ich hab verstanden. Aber es geht dich nichts an. Und ob mich das was angeht, hör zu. Entweder du tust, was ich sage.
Oder ich verrate deine heimliche Liebe zu Cliff an Nadine. Was willst du? Du wirst jemanden auf die Party am Wochenende einladen, den niemand dort haben will. Und zwar... Steffen, du denkst auch immer nur das eine. Na, sonst vergisst du noch, wer die Stadt ist, die immer für dich da ist. Das könnte ich nie vergessen. Und was ist mit Klein Munich? Du bist immer noch eifersüchtig wegen München. Bloß weil ich Weihnachten da war, hilft das vielleicht, das zu vergessen? Wenn's dir hilft, dann hilft's mir auch. Hilfe, die wir zusammen produzieren. Wie bei Nadine vorhin. Bei Nadine? Immer noch wegen... Cliff, genau. Menschen, bei denen wir nicht wissen, ob sie noch im Rohzustand sind oder schon wieder... Aber zum Glück können wir Gefühle produzieren. Aber zum Glück können wir zusammen gute Gefühle produzieren. Wir zusammen als Produzentenstadt. Ich habe auch nie gesagt, dass ich Konsumentenstadt sein will. Das brauchst du auch nicht extra zu sagen. Das passiert einfach. Ach so, das heißt also Structures of Feeling. Deine lokale Gefühlsstruktur. Also... wie du dich in diesem Berlin oder in jenem Berlin fühlst. Wie in einem Filmmülleimer. Und in diesem Filmmülleimer werden wir lernen, in Berlin mehr zu sehen als nur einen Raum. Eine Wahrnehmungskategorie. Was hast du da gesagt? Eine Wahrnehmungskategorie? Steffen? Was ich mich frage, was ich mich schon die ganze Zeit frage und einfach keine Antwort finde, ist, wie viel Cliffhanger ertrage ich in wie viel Zeit?